Tschö, hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play zu Quarry, ein Spiel von Supermassive Games, die Entwickler von der Dark Pictures Anthology, also Man of Medan, Little Hope und House of Ashes. Heute frisch rausgekommen, also dachte ich mir, warum nicht auch gleich Let's Playen. Und dann starten wir auch direkt schon. Es ist, klasse. Ich muss das später schauen, was ich mir überlegt habe. Ich wollte es eigentlich auf Englisch spielen. Oh mein Gott, ich wollte es auf Englisch spielen. Und mir kam jetzt erst die Idee, ja, wie wär's mit Englisch Audio und deutschem Text. Also ich habe ja auch die Untertitel an. Also hat man das auch auf Deutsch mit deutschen Untertiteln spielen können. Ja, die Option gibt's anscheinend nicht, wie man hier sehen kann. Wo vielleicht geht das mit Dateien abändern, irgendwie sowas. Wenn es das nicht gibt, herzlichen Glückwunsch 2022. Man kann nicht mal die Audio- und die Textdatei, also was heißt die Textdatei, die Texte kann man nicht trennen von der Sprache her. Nice, na gut, fangen wir mal trotzdem an. Mal sehen, was uns erwartet. Ein Horrorspiel, genau wie die oh Gott, Dark Pictures Reihe. Und ja, wird super lustig bestimmt, weil eine Survival Horror ist immer lustig. Duh. Als oh Gott. Ich sehe jetzt schon Ruckler. Kleine Ruckel. Ruckelmuckel. Brenda Song, okay. Ja, random reingeworfen. Von meiner Seite. Ich hätte gelacht, wenn der Kameramann jetzt einfach überfahren worden wäre. Ein Grace Zabriskie, I don't know who that is. Fahr ich jetzt? Oder auch nicht? Why'd you kill the music? I think you know why. I don't think I do. Urheberrecht? Begins with an L? Like the L word? Lesbians? Lost, Max. We're lost. We're in geographic flux. Right, so lost. That's debatable. So. Okay, Quick Time Event.
take a moment to consider the following, as it will guide you through the various twists and turns that may appear during your stay at Hackett's Quarry. What you see here are quick time events, or QTEs, which will cuties help you to act at just the right time. Watch your step. Hackett's Quarry can be a dangerous place if you're not paying attention to your surroundings. Take your eye off the ball, and it could spell disaster. The path you tread is yours to choose, but that doesn't mean there won't be obstacles along the way. All right. Oh, heads up. Yeah. Nice catch there, Han. I'm not the one who hit the pothole. Well, maybe the pothole hit us. Ever think about that? Wow, that is like Olympic level goalpost moving. Thank you. Very impressive. Thank you. Yeah, still totally lost. You know what, Max? It's okay. It doesn't make you any less of a man. You know, if Columbus hadn't gotten lost and landed on these golden shores, there would be no United States of America. Goodbye, hot dogs. See you later, apple pie. Columbus never actually landed in North America. What are you talking about? Didn't even know he wasn't in Asia. Are you serious? Just another guy who didn't want to admit he was lost. Well, just another guy who's got a whole day named after him, so put that in your pipe and smoke it. Oh my god. Okay, just get us to camp already before I roll my eyes out of my head, please. I'm working on it. I'm working on it. Voila. What is that? Yeah. No, but seriously, how did it happen to the normal map? This is the normal map. The one on the phone. No bars. Of course not. Okay, let's see. So we are... Well, I guess they don't put summer camps on maps. Have you seen any signs for it? How about hey, you... Eyes on the road! Das Lustige war, im Menü war es nicht so laut. Jetzt merke ich, dass ich doch die Audio einstellen muss, wie immer. Yeah. I mean, still in one piece. Jesus Christ, what do you think that was? A bear? Mm-hmm. Of course. No, Max, it wasn't a bear. What was it? Of course. It was a person. Of course it was. Do you think we hit a person? Nah. I don't know. I mean, it was really close, like really close, but maybe we didn't. What is it? I really effed this car up. Oops, honey. Haha. Es geht doch. Ich habe total vergessen, dass es ein Was habe ich da gerade gesagt? Alright, let's put that to 45. Alles andere auch. So, mal sehen, ob das... nicht zu laut ist. Ja, ob das nicht zu leise ist. I should check out the damage before we try to start it up again. Hunt, could you grab my the toolbox on the front? Yeah. And don't try to die while getting out of the car. Interrupts.
certain times throughout the night, opportunities will present themselves, giving you the chance to take matters into your own hands. It is worth noting that they are only suggestions. You don't have to act upon them. In fact, sometimes it's better not to. Okay, aber was hat das mit unserem Fall jetzt zu tun? Also, ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich nicht die Toolbox nehmen soll oder nicht. Das. Naja. Aber warum zur Hölle hat er es dort? Vor allem so auffällig. Ja, actually, if you could just shine a light right here. The sooner we get out of here, the better. Just picture yourself curling up in front of a big old fire pit singing campfire sing-alongs. I don't think people curl up right in front of big old fire pits. Why not? Na, finde ich was Interessantes? Kann ich sie direkt in die Fresse leuchten, wie es sich gehört? Kann ich schon 360 No-Scope hier? Was? Ich kann hier kein 360 No-Scope machen. Also ich weiß jetzt schon, dass das Spiel von mir keine gute Bewertung bekommt. Es ist ein Horrorspiel. So, you didn't notice? Okay, nice. It must be the wind. Ah, doch. Die hat's bemerkt. Stay there for a second, okay? I'm almost done. Hurry up. Max, hurry up. What's going on? I'm worried that there's somebody down there. Are you serious? Yeah, they could be hurt. No. I didn't think we actually hit anyone. Well, I don't know. I heard something, okay? Like a woman. Do you think we hit her? Huh? I just want to check it out. Todd, what should I know? Just don't go too far, okay? Be careful. Yeah. All right. Yep. Don't try to get annihilated. Kann ich mir direkt in die Fresse? Na? Yeah. Perfect. Immer noch kein 360 No-Scope. This is a fool! This is a fool! Der. Oh Gott. Der. Ich würde es jetzt als den Trottel übersetzen, aber ich glaube, das ist die falsche Übersetzung, naja. Ich weiß nicht, wer das ist. Das Einzige, was ich vom oh Gott. Jetzt kommt Live-Übersetzung. Nice. Wir alle kennen einen Trottel, wenn wir einen sehen. Nicht wahr?
Unschuldigkeit. Unschuld. Probier's mal mit Unschuld. Unschuld und Freiheit. Oder. Oh Gott. Was war das deutsche Wort nochmal? Oh Gott. Ja, vielleicht sollte ich nicht versuchen, live irgendwas zu übersetzen. Ach, das ist das Blöde. Ich weiß, was es heißt, aber ich komme auf die Wörter nicht. Ja. Recklessness. Und, ach komm. Ich versuche es echt nicht zu übersetzen. Ich lese es jetzt einfach für mich durch. Zum Beispiel. Ja, denkt nach und versucht nicht abgefackelt zu werden. Aktion ohne nachzudenken, aber die Konsequenzen stimmen überein. Spontanität. Okay. Ja, ich denke schon nach, mehr oder weniger. Hat hier was geleuchtet? Der Harum Scarum, die neue Band aus What's This? Da ist ein Poster für eine Traveling Sideshow, Traveling hier für mobilen Zirkus? Nein. Keine Ahnung. Es sieht aus, als wäre hier für eine Weile total vergessen. Vergessen. Total vergessen in den Wäldern. Sind das, wie heißt das Wort? Nicht Verbrauchsspuren, Brandspuren um den Ecken? Ja. Ja. Was ein Zufall, ausgerechnet um den Ecken. Um die Ecken, Alter. Was für um den Ecken? Um das Ecken. Ecken, Schnecken, was auch immer. So. Links oder rechts? Kann ich mich für irgendwas entscheiden? Ja, überlegen, ha? Habe ich jetzt hier irgendeine komische Erscheinung, wenn ich... Nehmen wir rechts. And then she died. Ich habe mich komplett verlaufen, nicht wahr? Oh, guck mal, wo ich gelandet bin. Oh Gott, ich muss zugeben, ich gehe einfach mal davon aus, dass es zerstört heißt. Das zerstört. Alter, was habe ich denn jetzt gerade mit den. Mit den. der zerstörte Käfig. Der zerstörte Käfig. Ich bin angehofft. Okay, ich muss zugeben, ich weiß auch nicht, was angehofft heißt. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ein Tier hier genistet hat. Alright, das war's. Ich wollte gerade sagen, könnten Sie sich bald bewegen, Ma'am? Wir wollen hier auch noch die schönen anderen Attraktionen sehen. Wenn die. Okay. Na, okay. Ich würde am liebsten gern doch zurücklaufen. Dieses und das. Oder nehmen wir doch mal die linke Seite.
Oh, ach, guck mal, das ist eine Art Sackgasse gewesen. Oh Gott. Es ist halt ein Verschwinder-Trunk. Oh Gott. Truhe. Truhe ist das Wort. Ich glaube, es ist Truhe. Eine Truhe gefüllt mit komischen Gegenständen von einem Verschwinder? Ist es das deutsche Wort für Escape? Naja. Aber die sind auf jeden Fall hier durchgegurkt. Also, wie, die sind jetzt gestorben und lauern hier im Wald rum? Ein Trick ging schief, alle sind gestorben und jetzt sind die hier oder was? Kann ich überhaupt zurück? Oder werde ich... Das sind Steine. Oh Gott. Okay, ich kann nicht zurück. Ach ja, stimmt, ich kann ja auch, glaube ich, schneller laufen. Zumindest war das in den Einstellungen so. Ach, ich kann schneller laufen.